Na, ich bin's nochmal. Yo. Yo. Wie viel war das noch gleich? Ich habe einen Hund gefunden. Gehört er dir? Nee. Weißt du, was dieser Hund da drüben macht? Nee. Oh Mann. Nimmst du mich auch für lau mit? Nee. Leihst du mir einen Dollar? Leihst du mir einen Dollar? Nee. Guck, wie lange wir ihn noch zu kriegen, nee zu sagen. Wieso habt ihr im Jenseits eine Grogmaschine? Für den Durst der ewig Wartenden. Alles klar. Also da sagt er uns nur, dass wir zwei große Gold- oder zwei Goldmünzen brauchen. Ich komme wieder, wenn ich zwei Gold... Yo. Yo, nee. Yo, hey, no. What? Toll, das bringt mich trotzdem nicht weit. Ich dachte, das hätte ich jetzt mit dem Hund irgendwie irgendwas. Es ist nass und schleimig. Erinnert mich an meinen zahmen Salamander, Mr. Wiggly. Mr. Wiggly? Ich will die Hundi mitnehmen. Geht das? Ruhe in... Achso, Hund. Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Oh, ob er sich wohl verlaufen hat? Ich nehme ihn lieber mit. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Ja, aber wie denn? Was soll ich dem Hund denn geben? Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Wie soll ich mich denn mit ihm anfreunden? Ich hab doch nichts. An meinen Grabstein kann ich auch Threepwood, schmächtiger Pirat. Augenblick, soll das heißen, ich bin schmächtig? Mighty. Guybrush Threepwood, schmächtiger Pirat. Okay, das hat uns trotzdem nicht weitergebracht. Schön, dass ich da nochmal draufklicken kann und sich noch was verändert, aber... Guybrush Threepwood, schmächtiger Pirat. Schmächtiger Pirat. Das geht aus dem Hey, Hundchen, Hund. Komm her, Kleiner. Ja, oh, ob er sich wohl verlaufen hat? Ich nehme ihn lieber mit. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Tja, ich gehe nochmal die Grabsteine durch. Oder vielleicht war irgendwas mit dem Hund beim Grabstein. Ruhe in Frieden, Phineas MacDriver. Alias Haikämpfer Finny. Alias Haiköder. Wurde von einem Bären gefressen. Es würde mir leichter fallen, an Bord zu gehen, wenn es nicht so makellos wäre. Hä? Unser Guybrush ist etwas verrückt geworden. Seht die Überreste unseres geliebten Kapitäns Barrett, in den Kopf gehackt mit einem Schrei von seinem meuternden Papagei. Tragisch. Hier ruht, wie heißt er gleich? Er bleibt unvergessen. Ruhe in Frieden, Davy, Piratenjournalist. Seine Geschichten waren gut, sein Nachruf war Mist. Hier ruht Frederick Pirate. Liebender Ehemann, hingebungsvoller Vater, Stütze der Gemeinschaft. Gehängt aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses. Grabstein von Santinus den Großen vielleicht nochmal gucken? Zum Gruße, Santino, mutig und groß. Ein Pirat zu gut für eines Grabes Schoß. Ein schöner Spruch. Nugi mochte Bongos und Damen dazu. Er wandte sich gegen seine Brüder und sie brachten ihm Ruhe. Nugi ist tatsächlich der Typ von der Seekuh. Auf jeden Fall. Und Nippekin ist dieser Zeitungsjournalist gewesen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Hier ruht Ted, ein Piratendieb. Er wollte LeChuck niederstrecken, jetzt liegt er im Grab, nicht wieder zu erwecken. Tja. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. So viele Auswahlmöglichkeiten gibt es hier gar nicht. Guybrush Threepwood, schmächtiger Pirat. Kann ich da jetzt vielleicht Dreck hinschmeißen? Das muss nicht verdreckt werden. Das ist der... Ja, ich weiß. Hund. Tja. Ich habe ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Hallo? Ich möchte hier weg. Hallo? Jetzt. Ich meine, an sich ist der Plan klar, aber das ist Wasser. Was war das noch? Die Grogmaschine? Gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwas, das ich nehmen, einsammeln kann? Ein Knochen wäre schön.
So von Guybrush vielleicht, so. Aber sind ja, es ist ja alles Geist, das wird ja nichts bringen. Was mache ich denn da? So, bitte. Kann ich vielleicht an das Boot ran? Das habe ich natürlich noch nicht probiert. Nette Gondel. Und so sauber. Trotz der Tatsache, dass sie sich durch einen Fluss an ektoplasmischem Bodensatz bewegt. Ei. Kann ich nicht irgendeinen Knochen hiervon abreißen? Warte mal. Hat er nicht... Er hat doch vorhin gesagt, Ordnung ist das halbe Leben, ja? Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Doch. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Oh Mann, ich sehe das aber nicht. Ach, hol's der Deibel. Da hab ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. Kann ich jetzt das Trinkgeld nehmen? Er hat reichlich Geld dabei. Genau. Ich nehme mir nur ein wenig. Ja, juhu, 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 juhu. So, jetzt das Trinkgeld oder einmal den Schein da rein. So. Prima. Also, worauf habe ich Durst? Auf jeden Fall Grog und Kirsche. Also ich meine Cola Sherry auch gerne. Also Cola und Kirsche. Also nehme ich auch die Grog-Variante davon. Ja, Cherry Grog ist wohl aus. Nein! Mist, das ist mein zweitliebster Geschmack, gleich nach Purple. Und Grog XD? Grog XD? Das muss dieser neue Energy Grog sein, den die Jugend heutzutage so trinkt. Ausverkauft. Natürlich. Umso besser. Das Kerosin und die Batteriesäure lassen mich nachts nicht schlafen. Und, oh Gott, ich hoffe, das ist bitte keine kein Diät-Grog sein. Bitte nicht, bitte nicht. Grog Light ist ausverkauft. Oh, selbst Piratengeister scheinen auf ihre Figur achten zu müssen. Fein. Und also bleibt uns nichts anderes als den normalen Grog. Ein erfrischend kühler Grog zum Mitnehmen. Für das gewisse Extra vor einem langen Tag. So, und kriegen wir jetzt Trinkgeld? Nichts. Ach so, Ich hatte mir jetzt anderes drunter vorgestellt. Buddel voll Grog. So. Ich vermute nicht, dass ich das dem Hund geben kann. Und selbst wenn, wüsste ich nicht, was ich mit dem Hund anstellen soll, ehrlich gesagt. Und soll er für mich buddeln? Keine Zeit, den Leuten einen auszugeben. Doch, dem Hund auf jeden Fall. Müsst ihr das mit den Grabsteinen vielleicht verwenden? Grog kann nicht all meine Probleme lösen, aber er hilft mir, vielen davon zu begegnen. Oder, ach nee, Moment. Das vielleicht doch mit dem Geist, mit dem Fährmann. Grog kann nicht all meine Probleme lösen. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, Aber ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass da auch Wechselgeld rauskommt und wirklich nicht nur eine Buddel Grog. Das heißt, ich habe den Dreck nicht mehr. Jetzt eine Buddel Grog. Keine Zeit, den Leuten einen aus... Oh Mann. Können wir das Boot damit taufen? Grog kann nicht allem. Doch, kann es. Ah. Drehkreuz? Grog kann nicht... Muss ich das vielleicht auf mein Grab schmeißen? Machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Erst habe ich gedacht, ja, Grog verscheucht Geister, aber das war ja das Malzbier. Aus dem früheren Teil mit dem Malzbier. Grog kann nicht all meine... Schadi. Schadi Marmelade. Geht's hey, jetzt? Hundchen. Komm her, Kleiner. Nope. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Grog. Und vor dem Richter zu stehen, ist nur noch halb so schlimm. Ach, ich hab doch noch Dreck. Kann ich das nochmal dreckig machen? Test, 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 test. Vielleicht müssen wir den Grog ja leer machen, sodass er uns Wechselgeld rausgibt. Also die Grog-Maschine, nicht den Grog. Ich versuche es nochmal. Vielleicht brauchen wir den jetzt auch gar nicht. Mach nochmal dreckig. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Doch. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da hab ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. So, zweites. Vielleicht noch ein wenig. Juhu. Er verdient ja ganz gut als Fährmann. Er hat wahrscheinlich nicht so viele Ausgaben im Monat.
So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Prima. Also, worauf habe ich Durst? So, da alle anderen Grogs leer sind, drücke ich erstmal. Kann ich jetzt da wieder drauf drücken? Hey, sie hat mir Kleingeld gemacht. So, haben wir jetzt Geld. 2 passende Goldstücke. Sehr schön. Jetzt können wir unsere Fahrt bezahlen. Was es jetzt mit dem Hund ist oder auf sich hat, weiß ich jetzt gar nicht, ob der nochmal mitkommt. Bitte sehr. 2 Goldmünzen. Bitte bring mich zum Scheideweg. Yo. Und los geht's. Nur einzeln betreten. Nach Ablegen sind Hände und Füße bei sich zu behalten. Die Fähre zum Mittelpunkt des Scheidewegs haftet nicht für Gegenstände, die beim Verlassen an Bord verbleiben. Auf geht's. Der Fährmann ist weg. Wow. Ein Neuankömmling. Hey! Tut mir leid, aber ohne den Geistesblitz kann der alte Gallup dich nicht richtig in Szene setzen. Komm, kauf ein Erinnerungsfoto. Nein, danke. Ich habe kein Geld. Tatsächlich? Dann gucken wir doch mal, was du so bei dir hast. In der Tat, du bist pleite. Naja, aber falls du demnächst irgendwie an Schotter kommen solltest, was vermutlich früher oder später der Fall sein wird, immerhin bist du ja ein Pirat oder so. Vergiss nicht, wiederzukommen und dieses wunderschöne Erinnerungsfoto von deinem Geistereintritt in den Scheideweg zu erwerben. Schon gut. Nimm einfach die Flossen aus meiner Tasche, okay? Kapitel 5. Rise of the Pirate God. Yeah. Bam. Ba. 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 Spiel wird gespeichert. So, was haben wir denn hier? Ein Gallup, also ein Affe. Mittelpunkt des Scheideweges. Dann würde ich erstmal sagen, wir unterhalten uns nochmal mit Gerne. Und dann schauen wir mal weiter. Verzeihung, ich hätte da ein paar Fragen. Was kann ich für dich tun, Triebwut? Wo bin ich und was ist der Scheideweg überhaupt? Wo bin ich? Und was ist der Scheideweg überhaupt? Am Scheideweg treffen das Materielle und das Reich der Geister aufeinander. Und hier beginnt auch deine Reise ins Jenseits. Hier kannst du dein endgültiges Schicksal bestimmen und deine Piratenbestimmung im Elysium erfüllen. Oder du spielst einfach die beleidigte Leberwurst. Ganz ehrlich, auf mich wirkst du ein bisschen bockig. Was? Niemals. Was machst du hier? Was machst du hier? Man könnte sagen, ich bin eine verlorene Seele, die ihren Weg sucht, aber ich kann meinen blinden Hund nicht finden. Ich bin schon ziemlich lange hier. Wenn du also meine Hilfe brauchen solltest, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Na, der Blindenhund ist bestimmt der Hund, der vorne in den Gräbern geschnüffelt hat. Ganz, ganz sicher. Kennt er denn die Voodoo-Lady? Kennst du die Voodoo-Lady? Geht das vielleicht auch etwas genauer? Hast du den Namen? Nö. Ich habe inzwischen nämlich so manche Voodoo-Lady kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das ist wohl wahr, das haben wir tatsächlich nie gewusst. Aber sie hat auch öfter gesagt, der Name spiele keine Rolle. Ich trage einen seidenen Lebensfaden mit mir herum. Wozu? Jeder, der ihr auftaucht, hat etwas, an dem er hängt. Für dich war es offenbar ziemlich wichtig, am Leben geblieben zu sein. Nun ja, ich... Ich zum Beispiel habe mir einen Corndog mit rübergebracht. Ich liebe Corndogs. Wo ist der unheimliche Bootsführer abgeblieben? Eine gute Frage. Wo ist denn der unheimliche Bootsführer abgeblieben? Seine einzige Aufgabe ist es, die ankommenden Seelen zum Scheideweg zu befördern, wo sie ihr ewiges Schicksal wählen. Sobald seine Arbeit erledigt ist, ist er für seine Fahrgäste nicht mehr sichtbar. Außerdem musste er angeblich früher nach Hause, weil seine Schwester ihre Babyparty feiert.
Tja, interessante Ist schon mal Frage. Jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt? No, niemals. Nein? Nein, Zier, ausgeschlossen. Bist du sicher, dass noch nie jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt ist? Wer sagt denn sowas? Natürlich ist es möglich. Na, ich erinnere mich da an einen feschen jungen Piraten, der tatsächlich ins Land der Lebenden zurückgekehrt ist, in der Hoffnung, seine einzig wahre Liebe wiederzusehen. Genau das habe ich vor. LeChuck war sein Name, glaube ich. LeChuck? Aber LeChuck kam zurück? In dieser Reihenfolge als Geist, Zombie, Dämon, lebende Statue und Killer-Walross. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, das mit der wahren Liebe war eher ein Schuss in den Ofen für ihn. Nach seiner Rückkehr ins Leben herrschte er unten kurz darauf ein ganz schönes Gedränge. Wie konnte LeChuck entkommen? Er hat sich einfach ein Brett gegriffen, in eine krasse Welle geschmissen und ist abgedampft. Lügst du mich etwa an? Was denn? Was habe ich gesagt? Dass er hier rausgesurft ist. Was? Nein, das wäre bescheuert. LeChuck ist in die Welt der Lebenden mit einem mächtigen Voodoo-Zauber zurückgekehrt, den er von der anderen Seite hatte. Ein Zauberspruch? Yep. Und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann mit Zaubersprüchen. Was ist aus dem Zauberspruch geworden, mit dem LeChuck immer ins Land der Nicht-Toten zurückgekehrt ist? Es heißt, er sei in einer vermoderten Schatztruhe irgendwo auf dem Scheideweg versteckt. Aber das weiß niemand so genau. Ja, es war nett, mit dir geplaudert zu haben, seltsamer alter Mann, der irgendwie nach Oliven riecht. Aber ich habe nicht vor, hier im Jenseits zu verweilen. Meine Frau lebt noch irgendwo da draußen. Nur zu? Aber du wirst dich sicher wundern, was dich dort erwartet. Was soll das heißen? Ich bin erst seit knapp 2 Minuten tot. Hm? Oh, ja, nichts Schlimmes. Ganz nebenbei, stinkt ja vielleicht nicht nur Oliven, sondern sieht auch noch aus wie ein Affe. Ein Äffelein. Ein Äffi. Kann ich da jetzt einfach so runterlaufen? Nein. Scheideweg. Danak? Auch nicht. Hä? Kann ich jetzt hier irgendwo lang? Doch hier. Oder, hallo? Toter Baum. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl sei, wenn man stirbt. Ich hätte eigentlich ein wenig mehr Glanz erwartet. Und etwas mehr Gloria. Der Scheideweg ist ja schön und gut, aber 21 Salvenschüsse könnten nicht schaden. Ein Streitwagen. Oh, ein Piratenstreitwagen. Ein Chor von Sirenen, die meinen Namen preisen. Naja, irgend sowas in der Art.